Ja, hallo und willkommen zur 15. Folge. Ja, ich bin ja so freudig, dass ich habe hier völlig neue Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und zwar hier. Das sind freischwebende Kopfhörer, also völlig kontaktlos hier. Ne, man sieht das, wenn ich hier so ein bisschen hin und her. Ja, also völlig neue technische Errungenschaft. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich inspiriert worden bin von Star Trek. Gerade wieder eine Folge geguckt und ja, als kleiner Trekkie-Fan. Gut, okay. Das mit mit den Kopfhörern da. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt meine Lichtbox auf gelb eingestellt habe. Und ich habe mich schon zwei Folgen oder drei Folgen vorher gefragt, was sind das für ein geiler Effekt? Ja, ist ja logisch. Also, die sind blau. Ich mache das jetzt mal. Die sind hier, die Polster sind blau. Und gebe ich gelb dazu. Und in der additiven Farbsynthese gibt das grün. Ja, ergo, wenn ich einen Greenscreen anhabe oder hier diesen Effekt hier bei OBS. Das ist ja logisch, dass das dann durchgängig ist. Gut, okay. Nur halt eben jetzt so nebenbei. Jetzt kommen wir aber mal zu Gothic und ich bedanke mich auch nochmal. Das muss ich mal an dieser Stelle auch mal machen, nach so vielen Folgen oder so, nach diesen einigen Folgen, an die Leute, die mir Daumen gegeben haben und die mir Tipps gegeben haben und die in die Kommentare geschrieben haben. Da könnt ihr auch mal durchlesen, so von wegen, traut euch! So, jetzt aber folgendes. Ich habe mal einfach aufgemacht und ich sehe hier den Schäferhut und ich glaube, Jutta hat mich betrogen. Na, also ich werde hier den Schäferhut mal anziehen. Hier steht nämlich Schutz vor Waffen, Schutz vor Waffen, vor Pfeilen etc. Wenn ich jetzt aber hier hingehe und ich sehe hier meinen Rüstungsschutz 2020 und Drachenfeuermagie 0 und ich nehme diesen Schäferhut, dann macht er hier, ich kann das nochmal hier in dieser Position machen. Hallo? Nimm den mal an. Hä? Der hat gar keinen Schäferhut angezogen. Jedenfalls sehe ich da nichts, oder? Ist da was drauf? Hat er seine Haare neu gefärbt oder wie? Ach ja. So, hier ist der Schäferhut. Ich drücke nochmal drauf, um den abzulegen. Nö. Okay. Also jeweils zwei Erfahrungen. Ja, sorry, dass ich das jetzt so ein bisschen in die Länge gezogen habe. Warte mal. Oh, sorry. So, jetzt läuft's. Okay, Jonathan. Ach ja, da hinten mit den Wölfen. Also ich habe echt mit den Wölfen getanzt und mit den Lurkern. Hat ja nicht geklappt, habe ich mal wieder eine kleine Winkerei bekommen von unserem guten alten Team. Und da wurde mir gesagt, schwimm doch einfach mal um die Das habe ich Insel Ihnen auch immer rum. gesagt. Und auf die Idee bin ich immer gekommen, wenn ich für mich alleine spiele und nicht irgendwie, wenn mir hier die Kamera, sag ich jetzt mal so ins Gesicht knallt und ich weiß im Hintergrund, dass da Leute zugucken werden. Und bei den anderen Gothic-Spielen war es grundsätzlich immer so. Ach, ich gucke jetzt mal einfach um die Insel herum. Das war immer einer meiner ersten Taten, die ich gemacht habe. Aber jetzt, hä? Ich schwimme jetzt mal rum. Schick mein Rudel rum. Vielleicht sollten wir auch mal nach unten gucken, falls wir was Auffälliges entdecken sollten. Ja, um die Insel rumschwimmen. Das sind also Steilklippen. Ja, super klasse. Und hier gibt es ja das Wrack. Das heißt also tauchen. Aha, und in der neuen Dings. In der neuen App hier werden wir wohl nichts finden, oder? Oh, Leute, gab es denn keine Taucherbrillen? Ich finde doch nichts. Oh! Was ist das? Rostige Schwerter da gefunden. Und? Ich das? Aha. Rostiges Schwert aufgehoben. Okay. Aber hier sind ja noch ein paar Wracks. Wreckage. Oh, das ist jetzt echt doof.
total realistisch, weil wenn wir nämlich unter Wasser die Augen auf haben, dann ist es auch alles verschwommen. Ja, im Mittelalter gab es noch keine Taucherbrillen. Oh, wie viel habe ich denn da noch an Luft? Oh, es geht noch. Wieder eine rostige Axt. Ich dachte, es gäbe irgendwie syrianisches Öl. Da hat doch Wenzel von erzählt. Aber ich glaube, das ist irgendwie das falsche Schiffswrack, oder? Unknown. Oh, Leute, es tut mir total leid. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, an eurem Monitor gibt es keine Fehler. Ihr habt auch nichts irgendwie plötzlich an den Augen bekommen. Keine Netzhautablösung oder sonst irgendwelche komischen diffizilen Krankheiten. Bei eurem nächsten Augenarzt bitte keine Igelleistungen machen, und jetzt werde ich nochmal nach oben tauchen, um zu beweisen, dass eure Augen auch wirklich wunderbar funktionieren. Noch so. Ja, jetzt wollen wir da angehen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen am Schiff getaucht. Das machen wir später nochmal. Um die Insel Brumm herum. Machen wir links rum oder rechts rum? Ich mache es jetzt mal links rum. Und wenn es mir zu lange dauern sollte, da wisst ihr aber ganz genau, dass wir den Turbo-Mode einschalten werden. Also das ist so dieses. So, was ist denn hier? Quest Kundschafter. Voll der Kundschafter. Das ist eine frohe Kunde. Na, du sollst an Land gehen? Ja. Ey! Nein, das ist doch jetzt nicht das, denke ich. Das ist doch nicht das. Mein Gott, ich krieg ein Horn. Nein, nein. Ist es das, was ich denke, dass es nicht ist? Nein, es ist es nicht. Es ist noch ein Horn. Noch ein Horn. Ich dachte, das wäre das Horn des Schattenläufers. Aber es war nicht das Horn des Schattenläufers. Mein Gott, brat mir einer. Was ist das? Ein Hornmuschel. Hornmuschelsche. Ja, Jo. Ja, dann gehen wir mal hier an Land. Vielleicht nochmal in die Quest gucken wegen Kundschafter. Hey, cool. Ich habe auf der anderen Seite der Insel ein verlassenes Boot entdeckt. Wem mag es wohl gehören? Ja, das werden wir alles noch herausfinden. Gut, okay, dann werden wir mal kurz hier mal speichern. Ich habe in Vorbereitung ein kleines Making-of dieses Let's Plays oder einer der Let's Plays. Und zwar wurde ich ja immer mit dem Knacksen irgendwie konfrontiert, welches systembedingt ist. Und dann zeige ich euch, wie ich das herausfiltere, falls es euch interessiert. Nutzt grundsätzlich immer. Ein Athanos-Lola. Das gibt doch wieder mal schön Erfahrungspunkte. Ja. 50. Ah, jetzt gibt es wieder diese Fehler. Diese Darstellungsfehler, oder? War doch was? Nee, hier ist alles gut. Gut. Mumpfi. Ah, hier ist Käse. Das ist der Käse. Jetzt Käse dargestellt. Nee, dann machen wir die immer hier. Und da zeige ich euch, wie ich das so mache. Und mit freier Software auch alles. Nicht mit diesem mega teuer, super bullig und 1000 Effekten Software. Braucht man auch gar nicht. Kostet nur Zeit. Wow. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Das ist alles sehr low-poly und deswegen kriege ich das. Jetzt muss ich mal hier noch mal ein bisschen mehr Kundschaften. Das mehr Kundschaft. Oh. Oh yeah. Rutsch mal rein, aber es geht wohl, wenn wir ein bisschen erklettern. Oh man, du Luis Tränker. Der Berg ruft. Was singen wir? Wir singen überhaupt nichts hier. Nur schroffe Felsen und grüne Wälder. Oh, da ist ein Schatterrand, ein Strand.
Oh, der ist vielversprechend. Wow, wollen wir da Urlaub machen? Ah, ja. Okay. Das ist jetzt da, wo wir... Genau, richtig. Ja. Habe ich was gehört? Ja. Das war ich übrigens. Das war... Das wäre nämlich ein Moli. Moli Roli. Ah, der wird wahrscheinlich unten sein. So, apropos unten, wo ist unten? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Echt schön. Echt schön. Das mag ich, das mag ich. Zack, total neu und wir kundschaften und scouten und looten. Wir looten glutenfrei. Glutenfrei. Und wir kriegen auch ein bisschen Daten. Schön. Und immer schön gucken, ob es was gibt. So. Goldener Ring. Hallo. Goldener Ring. Hast du irgendwelche Special-Fähigkeiten? Nein, hat er nicht. Der Golden Ring. Golden Ring. Ich hoffe, ihr verzeiht meine Albernheit, aber ich bin nicht in Albanien geboren, aber trotzdem bin ich manchmal ein bisschen albern. Es kommt spontan rüber, so drögen Let's Play zu spielen. Boah, nee, das ist so. Also ein Let's Play-Kollege, der hat auch mal schon halb im Halbschlaf gespielt. Da habe ich dann gefragt, sag mal, Junge, hast du da total müde? Ja, du. Dem fielen ja fast die Augen zu. Übrigens, ich sehe hier ein lecker Türmchen. Nicht an dem Baum hängen bleiben. So, bevor wir ins Türmchen reingehen, liebe Leute. Da sind die Scavies. Oh yeah, Hühnerfleisch. Nein, Scavengerfleisch. So, guck mal nochmal. Erstmal die Spannung nach oben setzen. Gibt es hier Waldbärchen. Übrigens, ich bin heute im Spaziergang, habe ich auch so eine Formation getroffen. Ich wollte noch fotografieren, aber habe ich es doch sein lassen. Was ihr Gletscherquart, schön. Wird bestimmt für Jörg Tim. Jörg Tim, das ist ein Mittelalter-Fan. Der ist Goldschmied und macht super Sachen. Und ich weiß nicht, ob er das Spiel kennt. Ich habe mit ihm gar nicht großartig geredet, aber der kann richtig geile Sachen aus Glas, aus Quarzen und solche Geschichten. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Bereiten wir uns auf den Eingang des Turmes vor. Und zwar hier. Bevor wir das machen, werde ich abspeichern. Wie kann es auch anders sein? Ja. Dann wollen wir mal den hexagonalen Turm betreten. Übrigens, das hier eine Falle. Womit denn? Okay, er sagt hier, womit denn? Womit denn? Okay, so, darf ich rein? Oh, eine Truhe. Womit denn? Ach so, der Mann. Was kann man denn da mit den Fackeln machen? Ach, die... Ah, ich ahne etwas. Gut, okay, auf 5 Jolt. Gut. Ich ahne etwas, dass diese Fackeln, die noch nicht an sind, ich mit einer brennenden Fackel anmachen kann. Ist das richtig? Fragezeichen. Rostige Axt ab. Oh, ich habe doch so ein paar lustige Sachen gefunden. Vielleicht ist da irgendetwas... So, 30 Stärke und das... Nee, das bringt auch nicht mehr. Windeltreppe nach oben. Inleben. Jawohl. 1. Mai war schon. Walpurgisnacht war auch schon. Aber Leute, schaut euch diese Aussicht an. Ist das nicht schön? Geht's aufs Meer hinaus. Muss man auch mal zeigen. Und da ist das.
war ich zu verträumt, ne? Und kein Problem. Ach, Pech gibt's da auch noch. Siehst du, gut, dass ich abgestürzt bin. Denn hier ist jede Menge Pech. Dann bräuchte man auch nochmal Pech. Ich hoffe, Pech bringt uns heute Glück. Da oben war ja nur das Feuer. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Okay, okay. So. Habe ich was übersehen? Da weiß ich. Nein, ich glaube, da war nichts. Da war nichts. Ja, da hinten sind die Scavies. Meine lustigen Scavies. Unsere lustigen Scavies. Pflänzle. Ja, hier kann man schön booten. Ich glaube, wenn ich jemals einen Sohn gebären würde, nein, nicht ich, sondern eine Frau, wenn mir ein Kind erwarten würde, ich glaube, ich nenne es Luten. Ja, sollte man mal überlegen. Oh, cool, Luten. Wie heißt du? Luten. Luten? Geh mal raus auf den Hof, was looten. Ja, was denn? Weiß ich nicht. Okay, machen wir uns bereit. Und locken die Scavies mal an. Oh, hier schön an der Klippe. Super geil. Achtung. Okay. Okay. Jawohl. Und ein... Oh, Erfahrung 70. Herzlichen Dank. Gut. Was sind das? Ach, Federn? Oh, was ganz Neues. Federn. Mal gibt's Federn. Okay, the next one, please. Der nächste, bitte. Oh, der hat mich genutzt. Der Natzer hier. Der Natz hat's. Höhle. Hallöchen, Puppöchen. Das finde ich gut. Ach ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was. Was haben wir denn hier? Muschelfleisch. Ah, jetzt sehe ich es wieder nicht hier. Lebensenergie. Ah, nehmen wir einen Käse. Der sieht ja lustig aus. Wahrscheinlich richtig verdorben. Ich glaube, ich sollte nochmal neu einladen, hieß es. Probieren wir es mal aus. Werden wir mal neu einladen, ob wir den Fehler damit ausmerzen können. Ja. Gucken wir doch mal nach. Oh, sorry. Vergesse ich jedes Mal. Ja. So, jetzt bin ich wieder da und dann gucken wir mal. Ne, ist immer noch dieser Fehler drin. Mit diesem Blau und so. Naja. Gut. Immer. Waldbeere. Okay. Das ist ja so ein ähnlicher Weg, den ich heute gegangen bin. Ja, nicht ganz. Ich war auch auf so einem Berg. Oh, jetzt hat er mich wieder als erstes. Ah. Bisschen mehr Einhand. Ich habe natürlich
Davon noch nichts. Gucken wir mal drauf. Siehst du, es fehlen mir noch 25 Punkte. Als wüsste das die KI nach dem Motto, das machen wir ihm jetzt ganz schwierig, um die nächsten Level zu kriegen. Nein, ja, genau. Nee. Mach jetzt einen großen Bogen drum. Ja, da muss ich euch enttäuschen. Ich weiß, es gibt bestimmt einige Märtyrer unter euch, die es ganz gerne gesehen hätten. Oder Sadomaso Dunksbumster. Wie auch immer die heißen. Nein, nein, ich will auch nicht beschuldigen, um Himmels Gottes Willen. Nein, 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 aber... Komm ich eigentlich gegen Blattfleiß an? Das war doch was. Ja, doch, da unten bin ich ja angekommen. So. Sollst du an diesem Blut fliegen? Die haben so einen richtig schönen bassigen Sound. Da weiß ich ganz genau, was abgeht. So. Na? 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 Alter Schwede. Was habt ihr denn da für ein Dings eingebaut? Leute! Blutfliege. Da ist nicht zu holen. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich wollte noch ein bisschen was essen, bevor ich gegen die nächste Blutfliege kämpfe. Ja, Milch, ja, was? Wo gibt die denn? War nicht so Lebensenergiebonus. Was ist denn hier? Heilkräuter, nur eins. Mondschatten, wofür ist denn das gut? Mondschatten, was haben wir denn hier noch? Ja, Heilpflanze. Mampf. Ist das eine Goblinbeere? Nee, auch nicht. Wir haben ja weiße Beeren. Weiter. Zu seinem Kumpel treiben. Ja. Nee. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Richtig. Freudige Erwartung. So. Die nächste ist auch schon im Anmarsch. Im Anflug, besser gesagt. Oder auch nicht. Wo ist er denn? Gut getarnt diesmal. Ach, da. Na? Okay. Waldbeere. Das macht richtig Spaß. Blutfliegen. Blattfleiß. Mal wieder speichern. Nicht wieder eine Kollege, der eine halbe Stunde gespielt hat, die ganze Zeit gegen Kreaturen gekämpft hat und dann irgendwann mal wirklich zu Tode kam, aber wirklich vergessen hat zu speichern. Was ist das da hinten? Darf ich hier wieder den Wolf tanzen? Nö, kein Bock. Okay, die sind ja schon am Bellen. Noch ein bisschen hier was aufsammeln an Heilpflanzen. So. Sorry. Was ist das? Liegt da was? Brüche! Gut, das ist gut, das ist gut. Sprüche sind immer gut. Da komme ich eventuell ein bisschen weiter. Mit ein paar Spruchrollen. Oh, ich glaube. Oh, Gold? Gold! So, und Champi? Oh.
Ich habe eine Ecke gefunden. You found the secret area. Wir sind hier nicht bei Kugelblitz. Wow, das sind ja richtig schöne Sachen, die wir hier gefunden haben. Skeleton ist auch. Ach so, man kommt auch konventionell hier hoch. Oder nicht, oder doch, oder wie, oder was? Nee, haha. You found the secret place. So, da war doch noch was, oder? War noch was? Noch was? Nein, war nichts mehr. Moment mal, hier ist noch was. Mhm. Das sieht mir nach Acapulco aus. Werdet ihr gleich sehen. Ahne etwas. Ist da was? Ja, schade, kein Fernrohr. Nee, da ist nichts. Also mache ich dieses Risiko erstmal nicht. Vielleicht erstmal, wenn wir... Oh, die Wölfe. Erstmal, wenn wir wieder hier hochkommen. Wölfen mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Stattdessen noch eine lustige Heilpflanze holen. Und ein bisschen Waldbär hieß. Vorsicht, Scabbies. Ja, irgendwie reizt es mich doch noch, dieses Scabbin. Ja, wieso nicht? Moment. Jetzt habe ich mir noch gar nicht die Sprüche angeguckt. Wir haben hier vergessen Licht, haben Schlaf, wir haben einen Kugelblitz und ein Unwetter. Das sind eigentlich gute Sachen, aber ich glaube gar nicht, dass ich die anlegen kann. Adanos-Karte. Eltern gut. Glaube ich nur zwei, ne? Zwei Scabbies. Das reizt mich schon. Das macht mich auch wirklich ein bisschen der Gaga. Ich sollte doch irgendwie doch versuchen. Na? Ja, komm her. Oh, gleich beide. Nein. Noch ein. Jetzt muss ich gut überlegen. Akrobatik wäre toll, aber da habe ich wieder. Wie viel kostet die? Ich glaube 5, ne? Habe ich natürlich wieder 5 Erfahrungspunkte vergammelt. Wegen anderer Talente, die ich brauche für die Hundausbildung. Ja, gut, okay. Ich hau jetzt da ab. Mach mal einen Bogen drum. Hau ab. Ja. Ja, weiß auch nicht, dass... Total träge. Roland. Ein Pflänzchen. Mal gucken, was uns hier begegnet. Oh, Gorbos, ich höre sie schon. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ach, da bin ich. Oder? Die andere Seite, wo das... Ja. Mhm. Schön. Gut, okay. Das ist, glaube ich, die andere... Ah, da sind die Gobbys da unten. Die andere Seite, wo das Sägehaus ist. Vermute ich. Ja, Leute, dann werden wir mal eine andere Richtung einschlagen. Und zwar wieder Richtung Boot und eine Runde schwimmen. Rutsche, rutsche und jump. Oh Mann. Jump in. Und jetzt machen wir einen auf Albatros. Ja, nicht die Albatros. Wie hieß der? Michael Groß, genannt Albatros. Und schwimm los. So, wieder am Strand angekommen. Ein richtig schöner Strand. Und hier gibt es auch Heringe. Na toll, hätte ich das gewusst. Warum sagt mir das Gefühl, dass das... Ach, hier gibt es auch Scabbies. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Scabbies noch gefährlicher sind?
Warum habe ich das Gefühl? Bleibt der stehen? Wie das Mädchen kriegt? Ist einfach stehen geblieben. Hat im Ziehen ist er irgendwie erstarrt. Ja, und dann konnte ich gar nicht mehr steuern. Hm. Kann passieren. Nur mal hin. Da ist ein Wolf. Na, super geil. Kommt der mir nach? Der schwimmt auch? Du schwimmst einfach so, das gibt's doch nicht. Schnell was essen. Was esse ich dann? Da ganz mal einen Trank nehmen. Oh, oh, oh! Wie geil ist das denn? Der bleibt da hängen. Das ist gut, dass er da hängen bleibt. Die Stelle muss ich mir merken. Ist er jetzt hin? Hallo? Ach so. Die Szene kennen wir doch irgendwie, ne? Los! Endlich! Oh, dann nochmal ein Todesschrei. Wie cool ist das denn? Ja, das war jetzt wieder eine schwierige Geburt. Das war eine schwierige Geburt. Ach, wie viel brauchen wir denn für die nächste Runde? Ach, 5000. Alter Schwede. Nicht schön. Aber dafür habe ich 10 Erfahrungspunkte. Warte mal, ich nehme mal hier eine Muschel. Eine Klappmuschel. Da liegt noch eine, denke ich mal. Nee, das ist Textur. Oh, herkommen. Was ist da hinten für eine Laube? Ah. So, ich habe mich jetzt entschlossen, meine Lernpunkte einzutauschen. So. Heißt also, ich werde noch mal ein bisschen Abstand hier nehmen, weil ich muss irgendwie geschickter und stärker werden. So geht das hier nicht. Na, volle Nummer. Da liegen die Muscheln und kann sie nicht aufnehmen. Aber gucken wir mal. Ich komme sowieso noch mal hier hin. Warum höre ich Lurker? Auch ein Athanos Morad. Na? Solange deine Luft anhalten im Wasser. Na, Baby. Bitte Baby schwimmen. Dahin? Wohin zu sein. Okidoki. Also. Hornmuschel.
Super. Oh, gleich zwei Stück. Nein. Oh, ab da. Also wie schon gesagt, ab jetzt werde ich schwimmen. Nochmal drum. So. Drei Schiffchen. Plötzlich. Was ist denn jetzt los? Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Dann ist eine Gobbo-Höhle. Oh, ich komme da nicht ran vorbei. Naja, auf jeden Fall kann man sich das schon mal angucken. Ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, ja, ich kann mich ganz seicht dran erinnern. Da ist einer, der da Wache schiebt. Und da habe ich kein gutes Gefühl. Außerdem regnet das, also von unten bist du nass, von oben wirst du nass. Da oben ist eine Höhle. Da komme ich aber nicht hin oder rein oder ran. Warum ist das so? Warum habe ich den... Na was? Hä? Ah. Ah. Oh, ich mache einen auf Jacques Cousteau. Ich fasse es nicht. Hallo? Hallo? Hier ist ja niemand. Na, noch mal tauchen. Nur da war niemand, ne? Ah, Bumsfallerei, ist das Wetter schön. Oh, schön. Leute, die Athanos. Nee. Die Albatros vor Athanos. Jetzt habe ich es ja doch geschafft. Wow. So, wir gucken uns noch mal ein bisschen die Athanos an und dann machen wir mal Schluss hier für die 15. Folge. Ja. Sieht richtig gut aus. Sag mal, ist das die... Das ist ein ganz anderes Schiff, oder? Jedenfalls sieht die ganz anders aus als... Ja, sieht doch anders aus. Cool. Ob ich nicht gleich Mecca kriege? Weil ich bin ja hier einen völlig anderen Weg gegangen. Oh Leute, die Kanonen! Wow. Super. Okay, schwimmen wir noch mal am Schiff vorbei. Aha. Da ist der die Anlegebrücke. Okay, bis hierhin. Bin gespannt, was sie so schreibt. Und, ja, ob ich noch weiter schwimmen soll. Gerade das mit den Scavengern hat leider nicht geklappt. Mal gucken. Gucken wir uns mal hier das Steuerruder an. Um irgendwie nicht dazu einen Schluss zu machen. Ich muss das eh noch raffen. War gut gemacht. Blöchen. War gut gemacht. Ach ja. Schön. Sonne scheint. Das Schiff liegt vor Anker. So, und was jetzt hier um die Ecke ist. Vorwurfelsen. Okay.
bis hierhin. Daumen hoch, Kommentare, folgt mir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt tauche ich unter. Blub, 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 blub.